Wir machen so 3 Tage koppeln eigentlich, durchschnittlich. Und jetzt die steileren Weiden und die eigentlich streng zugänglichen und die weiten Weiden, das sind Tagweiden. Die nahen Weiden so um die Hütten und so. Und die gut übersichtlich sind, das sind unsere Nachtweiden. Oder für uns ist wichtig, dass wir die Kühe können machen, den ganzen Tag, dass sie fressen haben, dass wir sie morgen auf die Weide treiben und dass wir nachher Ruhe haben. Und auch gleich wieder drinnen haben. Und ich meine, heutzutage, wo man so einfach Zäune aufstellen kann, und das ist früher ist es nicht anders gegangen, weil man das Material noch nicht hatte. Und ich meine, halt mit gut überlegten Zäunen, da kann man viele Probleme lösen. Also jetzt diese Saison geht auf jeden Fall sicher ringer, weil man die ganze Alp kennt. Das ist für uns ein enormer Vorteil. Man weiss die Weide, man weiss, wie die ganze Herde funktioniert. Man weiss, wie man die Kühe auf eine Seite richten kann und so. Die erste Woche, bevor die Kühe da sind, gehen wir das dritte eine Woche lang zäunen. Und nachher sind eigentlich das Untersäß und das Mittelsäß das meiste gezäunet. Das viele Zäunen gibt einfach Arbeit, aber ja, Nachteil gibt es nicht gross. Höchstens, dass wir einfach eine Triebschneise müssen. Wir müssen eine Triebschneise haben, wo wir zu den verschiedenen Weiden kommen. Wenn man eine Triebschneise probiert zu machen, geht man den Ort eigentlich anschauen und schaut, am trocknigsten Ort durchzugehen. Und wenn es natürlich feucht ist, also kann es dort auf den Boden belastet werden stark. Und dann müssen wir den Weg umgehen und umzäunen dort wieder. Früher haben sie jetzt einfach das Gebiet, wo wir jetzt hier sind, war einfach Nachtweih gewesen. Und in den Steinen war es Tagweih gewesen. Und das System hat mir eigentlich nicht gepasst. Mir ist eigentlich nicht darum, dass wir die Nacht hier zuoberst oben im steilsten Gebiet Kühe drin haben. Und wenn es halt nass ist, ist es auch sehr gefährlich. Das ist jetzt eigentlich so genug gross, ist die Koppel hier. Also, die ist jetzt gerade noch ideal, würde ich sagen. Da können sie sehr weit hin und her laufen. Sie können zuhinterst kehren und davor können sie sehr gut kehren. Und die können sich sehr frei bewegen. Und für uns ist es auch einfach zum Treiben. Wir können sie oben raus treiben, auf diese Seite. Und nachher können sie da die Treibschneise wieder ab.